Die Arbeitsgemeinschaft Medien besuchte am 18. März 2015 in Nordhorn die Spedition Bentheimer Eisenbahn AG. Wir führten hier mit wichtigen Leuten Interviews, denn wir wollten der Frage nachgehen, wie Güter und Waren in unsere Region kommen. Unser erster Interviewpartner war Herr Behrens. Wir sehen es so, wenn Sie eine solche Speiche. Herr Behrens ist der Chef der Firma, die Personen mit Bussen in Nordhorn befördert und Waren mit LKWs oder mit Zügen in ganz Norddeutschland transportiert. Im Interview berichtete Herr Behrens uns zunächst, was und wie die Bentheimer Eisenbahn AG Güter transportiert. Im Grunde genommen transportiert das Unternehmen alles, von kleinen Expresspaketen über große Paletten bis hin zu Massengütern wie große Mengen von Dünger oder Salzen. Diese werden in LKWs oder in Güterzüge geladen. Daran sieht man eine Besonderheit der Spedition, dass sie nämlich Schiene und Straße gut kombinieren kann. Sie holt manche Güter, wie zum Beispiel Salze aus Holland, direkt beim Kunden mit den LKW ab und verlädt dann in ihrem Logistikzentrum alles in Waggons auf die Schiene. Die Güterzüge fahren zum Beispiel wöchentlich in Richtung Schweden. Also wir vernetzen den Karton, wir vernetzen die Palette in einem System, das nennt sich Hub-and-Spoke-System, Nahbespeichesystem. Hier in Nordhorn sind wir eine Speiche, wenn man so will, und unsere Nabe ist in Fulda. Und wir transportieren jede Nacht von der Speiche zur Nabe ganze LKWs, schlagen sie an der Nabe, also in Fulda, um. Da kommen aus ganz Deutschland Unternehmer auch hingefahren aus ihren Gebieten, schlagen auch ihre Produkte um und wir nehmen dort die Produkte wieder mit, die wieder am nächsten Tag für unsere Region gebraucht werden. Innerhalb des Bundesgebietes allerdings kommt die Ware über ein überregionales Verteilsystem, ein sogenanntes Nabe- und Speichersystem, schnell, kostengünstig und kommt wieder gestützt zum Kunden. Denn es macht keinen Sinn, dass ein Spediteur mit 3 Paketen nach Erfurt fährt. Es macht aber Sinn, wenn ein LKW alles hier in einen LKW packt, nach Fulda fährt und dort ist der Unternehmer für Erfurt, der jetzt aus ganz Deutschland seine Sendung für Erfurt bekommt. Nach dem Interview bekamen wir noch eine ausführliche Führung über das Betriebsgelände durch Herrn Boll. Er ist Speditionsleiter und dafür verantwortlich, dass die Waren pünktlich beim Empfänger ankommen. Zuerst führte uns Herr Boll durch das große Lager. Hier bekamen wir eine ausführliche Erklärung zu der Arbeitseinteilung innerhalb des Betriebs. Herr Boll erläuterte uns am Beispiel eines Trampolins und wie dies aus Schiene über Rotterdam und Nordhorn am Ende zum Kunden in die Region kommt. Da wir während den Arbeitszeiten anwesend waren, sahen wir, wie zum Beispiel Güter mit einer speziellen Folienmaschine verpackt wurden oder wie ein Gabelstapler Waren in die riesigen Regale einsortierte. In den Werkstätten, die wir danach besuchten, konnten wir Mechanikern bei ihrer Arbeit zusehen. Ein Monteur erläuterte uns seine interessante Arbeit. So ging ein informativer Besuch bei der Bentheimer Eisenbahn AG zu Ende.